Hallo Leute, Schluss für heute. Ne, Franky? Er schläft schon. Nee, ehrlich, jetzt ist vorbei. Es gab auch nichts mehr großartig zu zeigen oder sowas. Wir waren noch in der, wie heißt die? Sawgrass Mill in Fort Lauderdale. Ich hatte bei Instagram einige Bilder gepostet davon. Und ja, mehr war auch heute nicht mehr. Und jetzt geht's ab in ein Hotel, unser Zeug hier wegbringen. Und dann fahren wir noch mal kurz zum Walmart. Noch ein paar Sachen kaufen. Und dann ist vorbei. Morgen früh bringen wir das Auto weg. Und dann, wir wissen noch nicht genau wann, aber wir bringen dann noch den Trailer, müssen wir dann wieder aufnehmen und dahin bringen, an der Rampe stellen. Ja. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Also, für heute ist auf jeden Fall Schluss. Wir machen jetzt Feierabend. Genau. Und das ist ein Muss. Ein Muss. Bye, bye. Bye, bye. So Leute, guten Morgen. Ja, die schöne Zeit schon wieder vorbei. Aber wir haben einen guten Trip schon für zurück. Von hier leer nach Macon. Und von Macon dann nach Winnipeg. Ja, Frankie ist noch am Räumen hier, der ist noch unter der Dusche. Diesmal mussten wir auch unsere Steckdosenleiste aus dem Tag mit hochnehmen hier. Hier ist eine Steckdose hier hinten. Oh Mann, da überliegen die Leute hier nicht. Ich bin schon am Kaffee trinken hier. Also die kifft natürlich, versteht sich. Ja. So sieht das mal aus. So. Ja. Mal gucken, was der Tag wieder so bringt heute. So, jetzt sind wir hier an der Stelle. Hier, der Trailer muss weg von der Rampe. Den Trailer, den wir... Wo ist denn der Trailer hin, den wir hatten? Der ist weg. Franky, wo ist denn der Trailer? Wo hast du den abgestellt? Ich habe da hinten drin gesessen, ich weiß das nicht. Wo steht denn der jetzt? In der Einfahrt. Ja, also jetzt muss er den Trailer wegnehmen und dann muss er unseren Trailer holen und daran stellen. Richtig? Dann nehme ich ihn den. Den nimmst du jetzt weg, oder nicht? Ich stehe jetzt irgendwo hin. Den leeren. Ja. Dann holst du unseren, stellst ihn da ran und nimmst den leeren wieder auf. Alter Schwede. Mach du deinen Job. Irgendwann hau ich ihn. So, dann haben wir erstmal hier ausgemistet und alles, was in Müll konnte, kann man da in den Container hingeschmissen. Wenigstens mal etwas. Ja, aber das Auto hier muss trotzdem weg. Ja. Ja, Mann, Kinder, das ist hier so warm. 30 Grad. Gott sei Dank geht der Wind so ein bisschen, wie ihr da so oben so ein bisschen an den Blättern sehen könnt. Was? Ja. Mal gucken. Wie wir das alles gebacken kriegen. So, na mal gucken. Mal sehen, mal gucken. So, jetzt geht's mal los.
Jetzt haben sie hier den Truck weggefahren. Jetzt kann Frank den Trailer runterholen hier, rausholen. Ich kann euch natürlich bloß immer von der Spiegelseite hier aus zeigen. Und das auch mit Trick, weil sonst könnte Frank wieder nichts sehen. Aber jetzt kann ich euch da auch ein bisschen zeigen. Den Trailer hat er auch schon sauber gemacht, weil die nächste Ladestelle in Macon, die wollen einen ganz besonders trockenen und sauberen Trailer haben. Ja. Ganz besonders sauber und trocken. Sauber machen kann er ihn ja, aber trocknen, wenn es regnet, das hat er, das geht nun mal nicht. So, jetzt sitzt er da noch am Steuer, der fährt den, jetzt nimmst du den weg und er fährt hier wieder her, oder was? Ich soll das immer nicht fragen. Wirst du sehen. Ja, der gute Mann. Er sitzt im Auto und wartet schon. Der Trailer, der da steht, ist irgendein Storage-Trailer. Verbauen sich hier denn noch alle selber. Und die Truckfahrer, die können zusehen, wie sie da alles raus und reinkriegen. Unglaublich. So. Naja. So. Jetzt hat er ihn hier ja irgendwo hier in der Einfahrt hingestellt. Jetzt fahren wir rum, holen den geladenen Trailer. Könnt ihr den Spiegel hier sehen? Ne, könnt ihr natürlich nicht sehen. Doch hier. Ja. Und dann heute bei 30 und 31 Grad wieder zurück nach Macon. Morgen dann durch Georgia durch, Atlanta. Da brauchst du immer eine ganze Weile, bis du da durch bist. Ja, und dann direkt nach Winnipeg. Mit 42.000 Pounds. A little bit heavier as before. So, und jetzt fährst du wieder rückwärts oder was? Kannst du nicht rumfahren? Ach so. Fährt er rückwärts die ganze Strecke zurück. Was denn? Den Truck? Hast du nicht gesehen? Pass auf, dahinter ist der Trailer, steht so weit raus. So, nee, er ist schön da stehen geblieben. Jetzt laufen da aber irgendwelche Leute rum, da hinten eben einer mit dem Koffer. Der ist jetzt hinter dem Truck, Frank. Ja. Frank, einer ist hinter dem Truck. Nein, ist er nicht. Er kommt hier an. Ist er schon vorbei? Und wer ist das da? Ich habe keine Ahnung, wer hier bei dem Truck zu sagen hat. So, und da kommen jetzt wieder so eine Trucks, ja? Nur, dass du... Läuft wieder einer lang. Das ist widerlich. Hm.
Mann, oh Mann, oh Mann. Der Trailer auch schon. Den stellt er jetzt an der Rampe. Dann nehmen wir den anderen wieder auf und hauen ab. Und gefangen. So. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir zusehen. Ich meine natürlich immer, wenn ich sage wir, Frank ist natürlich der Fahrer. Ich gucke nur ein bisschen mit und schrei halt, falls irgendwas zu eng wird, oder steige zur Not auch mal aus und weise so ein bisschen ein. Also Frank sagt, das ist immer eine große Hilfe. Andere sagen, die Alte macht ja nichts. Zumindest ein oder zwei Spezies sagen solche Sachen. Ja, so ist das Leben halt, ne? So. Aber was ich hier alles noch so nebenbei mache, für Frank und auch für uns beide, das sieht ja keiner. Vom Essen machen, den Truck sauber halten, Wäsche waschen, ja, alles, was so rundrum liegt. Da macht Frank nicht einen Anschlag. Also von daher. Aber egal. Sollen sie alle denken, was sie wollen. Ist mir sowieso wurscht. So, ich freue mich über die, die immer schöne Kommentare schreiben. Franki auch. Und jetzt geht's weiter. So, hier sind. Der Seite steht noch dann ein PKW, ja? Nur, dass du dran denkst. Da steht noch eins und keiner weißer. Aber ich glaube, müsste eigentlich genug Platz sein, ne? Wie weit weg der vom Zaun steht. Alter. Die denken einfach nur von 12 bis Mittag. Ja, da haben sie auch so einen tollen Betonstein hingestellt, dass sie nicht weiterfahren sollen. Aber auf so einem Gelände. Er steht da schön und wartet, wie sich das gehört. Also wie ihr seht, ist hier eigentlich genug Platz zum Rangieren. Aber hier ist eigentlich, ne, hier ist eigentlich genug Platz. Ja. Ne, hab da eben nicht gesehen. Schade, habe ich es auch nicht gesehen, weil ich dem Frank da eben zugeguckt habe. Der Kleine hier ist während des Rangierens einfach hier vor uns lang gefahren. Da musste Frank natürlich ein bisschen in die Eisen gehen. Ja, er kann auch nicht abwarten, bis hier einer an der Rampe steht. Nein, das geht nicht. Er muss gleichzeitig rangieren. Ja, das sind halt so die Amis hier.
euch ja noch da noch mal zeigen. Im Spiegel könnt ihr ja dann immer so ein bisschen was sehen. So, jetzt sind wir schon recht gerade. So, hier sieht man noch die Ecke vom Trailer. Und Frankie ist auch immer so ein Perfekter. Wenn der nicht perfekt an der Rampe steht, dann rangiert er lieber noch mal vor und zurück. Ja. So, jetzt ist er fertig. Jetzt könnt ihr ihn da hinten sehen. Jetzt muss er die Keile dann vor die Räder legen. Da hat er gerade schon. Jetzt geht er fragen, ob in drin für drinnen alles okay ist. So. Und? Ja, dann lass doch. Ja. Ist er wieder nicht fein genug? Das war eben das, was ich euch gerade erklärt habe. Wenn der nicht 100% steht, dann möchte er das nicht. Ja. Wenn er mal in allem so wäre. Angekommen. Oh. Jetzt fertig? Habe fertig. Habe fertig, aber geht trotzdem noch mal gucken. So, jetzt geht da drinnen Bescheid sagen. Nehmen wir unseren Trailer auf und ab die Post. Nach Macon. So, Freunde der Nacht. Alles klar, Frankie wird sich jetzt noch andere Schuhe anziehen. Und Trailer ist dran. Und jetzt geht's los. Richtung Macon. Ist Macon eigentlich noch in Florida? Nee, ist Georgia schon, ne? Gut, also, da müssen wir jetzt hin. Und Montag wollen wir abladen in Winnipeg. Und Montag wollen wir auch gleich wieder weiterfahren. Wir werden sehen. So. Und da ja hier blauer Himmel ist, kleine Wölkchen, haben wir in dieser Ecke ja schon 22 Meilen Wind per Hour. Ich hoffe, dass wir hier noch einigermaßen heile rauskommen. Hier sind natürlich jetzt auch viele Hurricanes und Tornados vorausgesagt. Also, ja, es ist halt jetzt die Zeit, wo das losgeht. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier nichts bekommen. Das sieht natürlich schon gefährlich aus auf der Kamera. Alter Schwede. Ich meine so auch. Ja. Wenn man das so sieht, hier drüben so.